Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Es geht zwar wieder mal um ein Fremo-Treffen, wobei, ja, es war ein Modellbahntreffen, aber nicht unter der, ja, nicht von Fremo bezahlt, ne, sondern es war ein Privattreffen. Das ist deshalb ganz besonders, weil wir heute ein völlig neues Thema haben, nämlich die Epoche 1 und das Jahr 1906. Und wer so das Angebot der Großserienhersteller kennt, weiß, dass da das Angebot sehr, sehr dünn ist. Das heißt, es ist sehr viel selbstgebautes Material unterwegs, was dadurch das Ganze etwas besonders macht. Ja, das schauen wir uns jetzt an nach dem Intro. Willkommen in den Sturmtal in einer doch recht übersichtlichen Halle und hier ein Foto vom Aufbau des Arrangements, was hier so, naja, so halb fertig ist. Und als erstes gehen wir jetzt mal die Strecke ab. Wir haben hier den Schattenbahnhof, der, naja, auch schon ein paar Mal zu sehen war. Das ist Schattenbahnhof Fellhammer, was in Schlesien liegt. Wir haben hier also außenrum die preußische Strecke und innen die sächsische Strecke, und verbunden, das sehen wir gleich, ist es mit dem Bahnhof Ösede, der hier als Abzweigbahnhof fungiert. Und hier sehen wir jetzt den Abzweig, da wo die Brücke ist. Das ist sozusagen die Grenze zwischen Sachsen und Preußen. Wir fahren hier jetzt um die Kurve oder gehen um die Kurve, sehen jetzt hier den gut gelaunten Herrn, der sich immer schlecht gelaunt nennt, mit seinem Bahnhof Zernsdorf, das hier Janowitz steht, sollte uns nicht verwirren. Das ist halt ein anderes Bahnhofsgebäude, was hier aushilfsweise hingestellt wurde. Ja, wenn wir jetzt auf den Treffen zahlreiche Module sehen, die noch nicht gestaltet sind, also wo reiner Sperrholzbau ist, da nicht wundern, das ist halt ein Testtreffen und da ist, ja, dafür ist das Treffen halt da, ne, um solche Module zu testen, deshalb ist hier der Sperrholzanteil ein bisschen größer, während wir hier jetzt in dem wunderschönen Bahnhof Seitenberg enden, wo also die preußische Strecke endet. Hier haben wir den Hermannschacht. Auf diese vier Wagen gehe ich dann mal später im Video noch ein. Und dann haben wir hier noch Kohlewagen, wie sich das für einen Schacht gehört. Und daran anschließend Bahnhof Possendorf, den ihr ja sicher in meinen früheren Videos schon viel gesehen habt. Ich habe mich diesmal ein bisschen zurückgehalten. Na, ich habe da auch wenig Zeit, deshalb gibt es hier auch nur ein Video. Hier haben wir noch ein paar gedruckte Weichen. Das ist Klein Naundorf. Da wird es dann auch noch ein Video geben, genau wie von Hermannschacht. Wir haben jetzt auch die den Anschluss Johnsdorf gerade gesehen im Video. Dann haben wir hier mal eine Kurve. Sehen wir hier, dass es nicht so toll in der Glaslage ist, ein bisschen eckig aus. Da ist der Steinbruch selber. Und da haben wir hier wieder ein paar Sperrholzmodule. Und dann geht es hier nach Glastal. Das ist ein sehr schöner Bahnhof, ist allerdings ist da auch sehr viel Betrieb gewesen. Ich glaube, es war ein bisschen stressig dort. Also nichts wäre nichts für mich geworden. Ein Abzweig haben wir hier, wo jetzt die Strecken immer nach Preußen und dann nach Schwarzbach, also die innersächsische Strecke, dann noch weitergeht. Das sehen wir dann gleich in der nächsten Sequenz. Hier haben wir wieder Ösede, also auf der preußischen Strecke.
So, zur sächsischen Strecke hier haben wir im Vordergrund die sogenannte Mähdrescherkurve, die auch natürlich nicht epochengerecht gestaltet ist, das sehen wir ja am Traktor. Die aber immer wieder gern genommen wird, weil in der engen Halle hier dann die engen Radien dann sich da gut machen. Dann haben wir hier, geht über einen Berg, über eine Steigungsstrecke nach Schwarzbach, was also sozusagen das andere Ende der sächsischen Strecke ist. Ne? Possendorf auf der einen, Schwarzbach auf der anderen. Hier haben wir nochmal eine Steinbruchstrecke, weil die von innen jetzt nicht so gut rüberkam. Ja, und dann sind wir in Possendorf, wo gerade der Kohlezug ausfährt. Das ist also ein sogenannter DG, also ein Durchgangsgüterzug, der hier zwischen dem Kohlebergwerk und dem Schattenbahnhof unterwegs war. Ja, und hier haben wir dann auch sozusagen das Highlight des Treffens, dass also sehr viele selbstgebaute Wagen unterwegs waren. Also das ist die umgebaute Lok. Und bei dem Packwagen weiß ich jetzt gar nicht so richtig, aber die ganzen Wagen, die wir hier sehen, das ist alles 3D gedruckt. Bis auf den, der so ein bisschen rausfällt, ne? Das ist ein mecklenburgischer offener Wagen von Tillich, der dahinter auch, und dann haben wir hier wieder vier Wagen hinten dran, die wieder aus dem 3D-Drucker kommen. Also das ist, glaube ich, das erste Treffen überhaupt, wo also so massiv mehr selber gebaute und vor allem gedruckte Wagen unterwegs waren als irgendwelche Großserienprodukte. Ja, ansonsten noch zu den Fahrzeugen. Die vielen gedruckten Wagen hatte ich ja schon erwähnt. Die Lok ist eine 3BT von Model Loco, wo also das Fahrwerk komplett ersetzt wurde. Und der Packwagen ist also umgebaut von einem Tillich SA07 auf SA92. Ja, im Hintergrund über den immer noch fensterlosen Lokschuppen, also da ist auch noch ein bisschen, da ist auch immer noch ein bisschen was zu bewältigen. Als nächstes fährt hier der Personenzug, also der sächsische Personenzug aus Possendorf aus, an der Spitze eine 7T, die auch umgebaut ist. Einen vierte Klasse Wagen von Beckert und drei Personen Sekundärwagen. Hier kommt der Nahgüterzug. Auch hier zum großen Teil selbstgebautes Material. Den Wagen ganz hinten gibt es allerdings von Brava. Hier noch eine 7T. Umbenannt in Mozart. Na, das gibt ja, glaube ich, die Hegel gibt es zu kaufen. Und das hier ist aber der Mozart. Die hat auch natürlich eine andere Nummer gekriegt. Und der Fleischwagen, der hier als Milchwagen fungierte, weil wir nicht genug normale Kühlwagen hatten. Und hier ist dann, wird jetzt gerade der Stückgutwagen hineingeschoben. Der Wagen, der schon drin steht, ist hier als Viehwagen genutzt worden. Der wird dann angekuppelt und rausgezogen. Also die beiden Wagen müssen dann ihre Position tauschen. Dazu. Ja, das ist jetzt so leider nicht im Bild. Stattdessen haben wir jetzt hier wieder den 2 Züge im Bild, wo ich jetzt im Hintergrund auch nicht sehe. Das sieht fast aus wie der Personenzug. Also, wobei, ich bin mir da jetzt aber nicht sicher. Ja, der kleine Gag, ne? Wer Hilfe, ich habe mein Bahnhofsgebäude geschrumpft. Das ist das richtige Bahnhofsgebäude für Possendorf. Allerdings in Spur Z. Das gab es irgendwie bei eBay und ich fand das so witzig, dass ich das da gekauft habe. Das hat es irgendjemand gedruckt, da ließ ich auch leider nicht überreden, das in einer größeren Spur mal anzugehen. Achso, das ist hier eine Szene, das ist hier ein bisschen vorweggenommen. Wir haben nachher noch die Kategorie freies Fahren. Aber zuerst mal nach Zernsdorf.
auf die preußische Strecke, wo allerdings, trotz dass es preußisch war, auch sehr viele sächsische Güterwagen unterwegs waren. Sehen wir jetzt hier an der Farbe, lag ganz einfach daran, dass die also relativ wenig preußische Güterwagen mitgenommen wurden und die Sachsen einfach in der Überzahl waren, weil da auch sehr, sehr viel gebaut wurde. Wahrscheinlich nicht in diesem Jahr. Hier Mit dem nochmal Krieger. das Bahnhofsgebäude. Hier ist auch einiges älteres Material an Häuschen hingestellt worden. Ein paar davon stammen aus dem Besitz eines berühmten DDR-Schauspielers, also aus dessen, irgendwie aus dessen Nachlass. Nahgüterzug, sozusagen den innerpreußischen Nahgüterzug. Also auch in der Epoche 1 wurden natürlich Güterwagen getauscht. Ne? Wenn also da ein Zug von Dresden nach Berlin gefahren ist, da sind da nicht irgendwo an der sächsisch-preußischen Grenze alle Wagen umgeladen worden, sondern die sind natürlich weitergefahren. Also zumindest in dieser Zeit. Bei den Personenwagen ist es da ein bisschen anders, also zumindest bei den Personenzügen. Na, bei den Schnellzügen gab es natürlich auch einen Austausch. Schon durch die Kurswagen. Dann sind wir hier beim nächsten Kapitel, das ist Gleistal. Wir haben hier gerade einen, naja, der Nahgüterzug sehr gekürzt, der jetzt hier auf die preußische Strecke rausgefahren ist von Gleistal. Hier haben wir den Bahnhof selber. Da, wo, das hatte ich ja schon erwähnt, sehr viel Betrieb war, haben wir hier so ein paar Fotos, da war es immer voll und es mussten Güterzüge sortiert werden. Auf den dann doch etwas begrenzten Platz. Der Bahnhof sieht zwar groß aus, aber ein Teil davon ist natürlich Schmalspur, was nicht im Betrieb war. Da war nur, naja, das war so ein bisschen ausgeschmückt, ne, dass da auch Fahrzeuge stehen. Aber da ist meines Wissens nichts gefahren. Und da Gleistal genau hinter Possendorf stand, also es war sozusagen die nächste, also wir brauchten dann oft gar kein Telefon, sondern haben dann direkt uns unterhalten, habe ich da natürlich viel fotografiert und dann auch mal hier, naja, in Bewegung das Ganze als Video festgehalten. Der Triebwagen, der ja gerade durchs Bild fährt, das war sozusagen die Verbindung zwischen Sachsen und Preußen, also zumindest was den Personenverkehr betraf. Hier kommt er wieder zurück, der sogenannte Dai. Das Dai, das steht übrigens für Daimler Benzintriebwagen. Und da fährt er wieder los. Hier eine wieder eine 7T, diesmal die Hegel. Die sieht jetzt etwas näher aus an dem Original, so wie sie PMT ausgeliefert hat. Allerdings sind auch hier die Räder berichtigt. Na, die hat also da irgendwelche komischen Räder bei PMT abbekommen. Sind sicher noch ein paar andere Umbauten erfolgt, das sehe ich jetzt hier im Video. Allerdings nicht. Ja, hier nochmal also ein bisschen paar Rangierbewegungen. Also wohl wahrscheinlich die Lok des Nahgüterzugs, ne? Das ist also keine Ortslok. In dieser Zeit gab es nur in sehr großen Güterbahnen, also in sehr großen Bahnhöfen eine Ortslok. Und da ist Gleistal wirkt zwar recht groß, ist es aber eigentlich nicht. Ne? Also so ein Bahnhof, der hätte dann eher so, naja, in den 30ern irgendwann seine Ortslok bekommen. Wobei ich jetzt nicht weiß, hier ist ja die Schmalspurbahn, wie das da organisiert wurde. Man braucht ja dann auch immer eine Lok, die dann die Güterwagen auf die Rollwagen der Schmalspurbahn schiebt, die wir ja hier so im Hintergrund sehen.
Da wird das, ich glaube auch, das hat dann in dieser Zeit die Strecke noch gemacht. Ja, wenn es immer mal so ein bisschen schaukelt, ne, im Bild, dann ist das ist ja ein Parkettfußboden. Ich habe die Aufnahmen vom Stativ gemacht, da braucht noch jemand langlaufen. Und schon gibt es eine Erschütterung. Und wir sehen auch, wie lange er jetzt hier versucht zu kuppeln. Ne? Das sehen wir dann auch noch, wie das funktioniert und wie diese Kupplung aussehen. Ja, inzwischen hat unsere 7T sich einen Wagen geholt und fährt wieder quer durch den Bahnhof. Und dann wird er entweder an den Zug oder irgendwo auf einem Gleis abgestellt. Während hier der sächsische Personenzug durch Gleisteil rollt. Den hat man ja schon im Bild. Dann kommt hier eine preußische Lok zu Besuch. Das ist eine G81 Bauart Strohmann, die allerdings ein bisschen zu jung ist für unsere Epoche. Die durfte eigentlich gar nicht fahren. Allerdings ja, hat man scheinbar ein bisschen Lockmangel, weshalb sie dann doch unterwegs war. Alles in Grau, also sächsische Wagen. Ja, und hier nochmal das Kuppeln. Wir sehen also hier diese Kupplung. Mit der Pinzette ist es da mehr oder weniger schwierig, das da einzuhängen. Jetzt ging es relativ schnell. Die Lok schiebt jetzt hier. Oh, das sind umgefallene Pferde. Ne? Das sieht ein bisschen lustig aus. Das ist hier der Wagen von der Tierkörperbeseitigung. Und auch hier nochmal einhängen. Ging relativ schnell. Es gab da durchaus Momente, wo das deutlich langsamer ging. Nun zu diesen vier Fahrzeugen. Ja, das ist meine Neuanschaffung. Das sind vier Fahrzeuge, die auf der Windbergbahn gefahren sind, die es nicht in Großsee gibt. Und da meine Kenntnisse in Sachen Fahrzeugbau eher bescheiden sind, habe ich einfach mal tief ins Portemonnaie gegriffen und die mir angeschafft. Von links nach rechts der Packpostwagen, Post in Rot, also Postabteil in Rot. Mir wurde also gesagt, das wäre eigentlich grün gewesen. Ja, das ist halt, ist aber auch in der Literatur, gibt es also auch die Abbildung in Rot. Das ist also nicht so hundertprozentig sicher. Dann haben wir einen vierte Klassewagen. Ein sächsischen, der also nicht bloß auf der Windbergbahn unterwegs war, sondern da relativ weit verbreitet war. Einen sächsischen Fakultativwagen und am Ende den sogenannten Gesellschaftswagen, der ja, an Sonntagen unterwegs war. Ich vermute mal, dass da auch fast Bier mit unterwegs war. Also so würde das wahrscheinlich heute ablaufen, wenn es diesen Gesellschaftswagen heute noch gäbe. Ja, und der Herr Beckert war höchstpersönlich anwesend und hat also außer den Wagen, die er mir mitgebracht hat, ja, auch noch ein paar andere Sachen mitgebracht. Unter anderem hier diesen diese Güterwagen ganz links und dann hier ein Sortiment an ja, so Brückenprüfwagen. Die beiden gehören ja nicht dazu, die sind also von uns hier gedruckt. Dann können wir nochmal meine Neuerwerbung hier ins Bild. Hier sind dann die Brückenprüfwagen da, wo sie hingehören, nämlich auf der Brücke. Da gibt es jetzt auch so diverse Fotos, die wir da gemacht haben während einer Fahrplanpause. Ja, sind also sehr schöne Wagen geworden, allerdings, naja, für einen sehr begrenzten Einsatzzweck. Ne? Das ist also eher was für den Sammler, als dass die dann auf der Anlage herumfahren. Ja, hier haben wir auch noch eine schöne Lok. Das ist eine sächsische 3B, die dann als 34-77-81 noch eingereiht wurde in den Bestand der Deutschen Reichs. Allerdings als
eine von wenigen Maschinen, die er baut. Ja, und dann haben wir hier noch eine Selbstbauweiche im Bahnhof Kleinnaundorf. Übrigens eine sächsische Selbstbauweiche, so wie sie auch im Bahnhof Possendorf bei mir verbaut wurde. Ja, Kleinnaundorf war allerdings nur geradeaus befahrbar, also das zweite Gleis konnte man leider nicht benutzen. Er ist schlichtweg vor dem Treffen noch nicht fertig geworden. Dann gab es noch das freie Fahren. Die Lok kennen wir vielleicht aus dem Videos von Immer schlecht gelaunt. Da hat sie hier mal mitgehabt, dass er mal etwas fährt. Und ja, beim freien Fahren sind dann natürlich auch Fahrzeuge unterwegs gewesen, die nicht in die Epoche gehören. Das wäre also jetzt sozusagen die Epoche 2, ein bisschen später als wir sonst immer fahren. Na, wir sind dann 1928 und die Lok ist hier irgendwann in 30ern, vermute ich zumindest, im Original gebaut worden, jetzt hier vor einem Schnellzug. Ja, auch ich war natürlich mit meinen Fahrzeugen unterwegs und musste da natürlich eine Testfahrt machen. Und das war ja, auch wenn hier die Lok grün ist, ist das natürlich jetzt auch nicht epochegerecht, denn die hat ja eine Reichsbahnnummer. Ja, und dann kam Possendorf zu hohen Ehren, denn wie wir hier sehen, ist hier zumindest zwei Wagen vom Kaiserzug unterwegs. Ob ihre Majestät an Bord war oder ob die Wagen bloß überführt wurden, ist hier nicht überliefert. Ja, und es gab natürlich nicht nur preußische Züge, es gab auch sächsische Züge. Auch hier eine, ja, doch recht ungewöhnliche Lok. Eine sächsische 12H mit dieser, naja, doch recht ungewöhnlichen Verkleidung. Und einen epochegerechten Zug hinten dran. Das sind also die sächsischen Abteilwagen von Pico. Ja, und hier ist noch ein bisschen Making of, ne? Also immer schlecht gelaunt, macht hier gerade ein Video. Ich gehe mal davon aus, dass das hier so seine Serie als zu seiner Serie kommt hier, wo es also um die DDR-Fahrzeuge geht, die sind ihm mitgebracht worden. Also nicht ihm, sondern zum Angucken. Inzwischen sind wir wieder in Schlesien, insbesondere in Seitenberg angekommen, wo ich hier noch ein paar Fotos gemacht habe von diversen Fahrzeugen, die wir hier, naja, ins Bild gesetzt haben. Das sind dann, bei den preußischen sind es meistens irgendwelche Serienfahrzeuge oder zumindest umgebaute. Hier dann die Lokbehandlungsanlage und nochmal einen Blick in den Bahnhof hinein, wo wir hier den preußischen Personenzug haben. Ja, das ist also ein sehr schöner Bahnhof, der hier vom Kollegen im Hintergrund übernommen wurde. So, damit sind wir wieder in Sachsen. Wir haben wieder den DAI, also den sächsischen Triebwagen, und hier noch ein paar Sequenzen. Zum Abschluss haben wir hier nochmal den sächsischen Personenzug, der sich hier in der Nähe des Steinbruchs bewegt. Also im Hintergrund auch irgendein Modul von mir, wo ich dann die Landschaftsgestaltung gemacht habe. Hier noch was Halbfertiges. Im Hintergrund übrigens der Schattenbahnhof, der preußische, mit der dazugehörigen Schattenbahnhofsmannschaft. Dann haben wir hier noch den DG nochmal, der hier inzwischen die Lok gewechselt hat. Eine sächsische 5T ist jetzt vorn dran. Das ist die etwas aufgehübschte Lok von Pico. Hier nochmal der sächsische Personenzug in der metrischer Kurve. Von hier geht sie noch als halbwegs epochengerecht durch. Ja, nochmal ein Wort zu den Bremsern, die hier teilweise auf dem Güterwagen sitzen. Da ist also eine Metallplatte auf dem Sitz und der Bremser hat einen Magneten implantiert bekommen, dass er also dort auch sitzen bleibt. Ne?
Leider ist das noch nicht bei allen passiert, aber das wird dann irgendwann in Zukunft, wird dann jeder Wagen, wie dieser hier zum Beispiel, dann auch seinen Bremser bekommen. Ja, in dem Sinne sind wir erstmal am Schluss des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ihr wisst, liken, abonnieren, wer es noch nicht getan hat, Daumen hoch, es tut nicht weh. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus.